Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem kleinen Talk über die Preußen und den großen Kurfürsten natürlich in Generalunion, denn das ist das Schiff, das ersetzt wird. Für all jene, die es bisher noch nicht wissen und gerne immer informiert sein möchten, lasst gerne ein Abo da für alles, was World of Warships betrifft und einen Daumen nach oben. Der große Kurfürst, das bisherige Schiff im Baum, wird Anfang des nächsten Jahres 2022 ersetzt. Ersetzt durch dieses, unter Anführungszeichen, Prachtschiff, das dem großen Kurfürst relativ ähnlich sieht. Man bekommt dieses Schiff namens Preußen auf den üblichen Weg, nämlich vom Friedrich dem Großen weg muss man sich hochspielen, um das dann als neues Schiff der Linie auf Stufe 10, welches wir uns dann in Kürze auch komplett mit Werten anschauen werden, zu erhalten. Der große Kurfürst wird für all jene, die den großen Kurfürsten ein einziges Mal erforscht haben, man muss ihn nicht zum Zeitpunkt des Tausches im Hafen haben, dann als Spezialschiff in den Hafen gestellt und fortlaufend für Kohle erhältlich sein. All jene, die eine permanente Premium-Tarnung für 5000 Punkte auf dem großen Kurfürst haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob eine x-beliebige andere Tarnung, also nur die Premium-Tarnung, die werden auch die Premium-Tarnung auf der Preußen bekommen. Und jede andere x-beliebige Premium-Tarnung sollte dann ebenfalls auf dem großen Kurfürst weiterhin nutzbar sein. Für wie viel Kohle der große Kurfürst in die Waffenkammer kommt, ist momentan noch nicht bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass es ähnliche Preise wie Stufe 9 Schiffe haben wird, plus noch etwas obendrauf. Das legendäre Modul wird man weiterhin benutzen können. All jene, die den großen Kurfürst während des Tausches im Hafen haben werden, den wird ein, ich glaube, 19 Millionen Credits, also die Hälfte der Credits, gut geschrieben, wie als würde man ihn verkaufen. Und alle Module werden von Wargaming ins Lager gesteckt. Wenn man ihn vorher verkauft, dann muss man die Module ausbauen für Dublonen oder man verkauft sie für die Hälfte des Preises. Also einfach drin lassen. Habt ihr den großen Kurfürsten und dessen Linie zurückgesetzt, dann wird einfach die Linie mit der Preußen oben ans Ende gesetzt und ihr könnt sie trotzdem hochfahren, ist überhaupt kein Thema. Der große Kurfürst kommt dann, weil ihr ihn einmal erforscht habt, dennoch ins Lager. So, nun genug von diesem Tausch, der auch die Khabarovsk und die Delny dann betreffen wird. Was ist denn die Preußen? Denn viele sind an mich herangetreten und gesagt, oh, Prime, schaut das an, die Preußen, super toll. Endlich ein Schiff, das man dann fahren kann und der große Kurfürst geht raus. Und ich denke mir, was? Nein. Die Preußen ist, wie der große Kurfürst, ein vollkommen aus der Meta gefallenes, viel zu großes, viel zu unmanövrierbares und mit einer Trefferquote von jenseits und gute böse Schiff, das momentan schwierig zu fahren ist und man eigentlich nur noch fährt, wenn man Spaß haben möchte. Und Wargaming tauscht dieses Schiff aus, eigentlich nur aus einem einzigen Grund aus. Meine Vermutung tatsächlich ist, dass die Preußen als Kohleschiff ins Spiel hat kommen sollen. Wargaming kopiert gerne bestehende Konzepte und bringt sie dann einfach als Kohleschiff wieder rein. Allerdings ist Wargaming dann aufgefallen, hey, wenn wir uns den Friedrich den Großen anschauen, dann haben die Zweiergeschütze hier 4x2 eine bessere Kontinuität in der Reihe und am Ende ist es doch egal, denn für alte Spieler, die haben genug Kohle, die können sich das kaufen und so kriegen wir zwar ein bisschen Kohle raus, aber die werden sich die Preußen nicht kaufen, weil sie wissen, dass es das identische Schiff ist wie der große Kurfürst. Und die neuen Spieler, die müssen sich die Kohle erst erarbeiten, deswegen ist ganz egal, ob wir das so oder so machen. Also für Wargaming einmal um Kohle aus dem Spiel zu bekommen, damit meine ich natürlich die Kohle, die zu erspielen ist, nicht Geld in diesem Sinne. Und natürlich, wie gesagt, die Kontinuität der Linie ist mit der Preußen besser gegeben, aber sind wir ehrlich, das ist, glaube ich, der geringste Ansatz und die geringste Sorge, die Wargaming zu solchen Tauschen treibt, denn eigentlich ist die Khabarovsk zur Taschkent eine bessere Erweiterung oder eine bessere Fortsetzung der Linie als dann eine Delny, die allen Anzeichen nach eine Krossowoi wird, leicht anders. Aber gut, das schauen wir uns dann einmal speziell an. Ist denn die Preußen eine Verbesserung zum großen Kurfürst? Das ist die alles entscheidende Frage und die schnelle Antwort darauf ist nein. Aber sie hat ein paar Änderungen, die vielleicht praktikabel sind, nennen wir es mal so. Ist auf jeden Fall nicht die Panzerung, denn die Panzerung ist identisch. Es ist kopiert. Es ist 1:1 Rumpf und Panzerung kopiert. Keine einzige Zahl ändert sich hier. Es ist selbst mit den Hidden
Panzerungen, Hidden Armor, ist es 1 zu 1 der große Kurfürst. Ebenso die Überlebensfähigkeit mit 105.000 Punkten, da machen wir uns nichts vor. Das ist etwas, was das Ding braucht, weil es viele Defizite hat. Die Artillerie ist, ja, wir haben 457 mm, welches bei den Deutschen überhaupt nie gegeben hätte. Es hätte vielleicht die 450 mm gegeben, denn ich glaube, da hat Deutschland ein bisschen geforscht und durch von Krupp, glaube ich, schon geschützt. Wenn mich alles täuscht, in diese Richtung gegeben haben. Wäre interessant, wenn man ein bisschen historisch bleibt, denn das hier ist der Entwurf H42 bis H43, immer so ein bisschen Mischmasch, ne? Nach dem Friedel, dem Großen hier quasi eine Machbarkeitsstudie, die so nie gebaut worden wäre, mit 90 oder 133.000 Tonnen, lächerlich, ein brachiales Monster von einem Schiff, aber okay. Und die 457 mm, ja gut, das ist die größtmögliche Bewaffnung, die Wargaming dem Deutschen Reich, ob historisch akkurat oder nicht, gegeben hat, die unter dem Overmatch von 32 mm bleibt, also zwischen 431 und 457 bleiben muss, weil 460 wäre dann schon Overmatch und dann hätte man ein Problem. Die 480 mm, die mal geplant gewesen wären für diese H-Klassen, die hat schon die Hannover bekommen, ein Stufe 11 Superschiff oder das Sternchenschiff. Ne? Wäre natürlich blöd, wenn das Schiff im Baum ebenfalls diese Kalibergröße bekommen hätte. Pff, geht ja gar nicht. Und die 508 mm, die theoretisch möglich gewesen wären durch das Abkommen mit Japan, die hat ja schon die Shikishima und die Satsuma und da haben wir schon quasi hier alle Möglichkeiten einer alternativen Geschichte ausgeschöpft, die man da nicht nutzen möchte. Aber die Hauptartillerie ist, einmal davon abgesehen, dass wir 24 Sekunden Nachladezeit haben, keinen Deut besser als die des großen Kurfürsten. Wir haben meines Wissens nach noch identische Sigma von 1.8. Wir haben 266 Meter maximale Streuung. Wir haben 20,6 Kilometer Reichweite. Wir haben, was die DPS betrifft, leicht weniger DPS, um fast 10%, was HE betrifft, von den 406ern zu den 457ern. Und ebenso bei der AP haben wir eine geringere DPS. Fällt nicht extrem ins Gewicht, aber fällt doch ins Gewicht. Wenn wir uns das bei den 420ern anschauen, gleichen wir uns an. Da haben wir bei der Preußen um die 300.000, was die AP betrifft. Und was die AP beim Fürsten angeht, sind wir bei 303.000. Ne? Mit den 406ern haben wir einen besseren Reload und deswegen ein bisschen mehr DPS. Unterm Strich verlieren wir ein bisschen Breitseitenfeuer. Also wenn alle treffen, kommen wir nur mit 45% Brandwahrscheinlichkeit auf 99,2%. Zum Beispiel beim großen Kurfürsten sind wir bei 99,8. Also von daher. Summa summarum ist die Bewaffnung der Hauptartillerie ident beschissen wie beim großen Kurfürst. Das, was ihr da nicht getroffen habt, werdet ihr mit der verminderten Anzahl hier sowieso nicht treffen. Das sollte aber ausgeglichen werden durch die 24 Sekunden anstelle von 26 Sekunden respektive 32 Sekunden Stock, was die 420er betrifft. Sekundärbewaffnung ist ident. Wir haben die idente Streuung von 392 Meter. Wir haben die 4 Sekunden auf 8,3. Wir haben hier die 7,5 Sekunden auf 8,3 bei den 150ern. Wir haben die identische Penetration. Es ist die der großen Kurfürst. Nur haben wir hier nicht den Vorteil, ein Supermodul einbauen zu können auf dem letzten Slot. Also keine minus 15% Nachladezeit der Sekundärartillerie, minus 10% der Hauptartillerie und minus 8%, glaube ich, der Reichweite, dass wir auf 19,2 kommen. Also keinen Schadensbuff. Hier müssen wir tatsächlich nur mit der Hauptartillerie Nachladezeit von minus 12 zurechtkommen, die da minus 16% Turmdrehrate mit also mitführt. Der Luftschlag ist uninteressant wie immer, weil die Flugabwehr ist leicht besser, aber leicht besser im Sinne von dort, wo es uns einen Scheiß bringt. Wir haben hier 1610 Schaden auf 6 Anzahl Granatenexplosionen wie beim großen Kurfürsten. Wir haben tatsächlich, was die kontinuierlichen Schadenswerte betrifft, eine große Verbesserung, was die Kurzstrecke betrifft. Ich glaube, da haben wir nur 120, 126 beim großen Kurfürsten. 326 auf Mittelstrecke ist ident. 140 hier bei der Preußen, 144 beim großen Kurfürsten. Man sieht also, wir bestrafen Flugzeugträger, wenn wir den Schaden schon genommen haben, wenn wir da noch ein bisschen was haben an Anti-Air. Aber sollten wir schon haben, wenn wir das Ding auf Sekundär skillen, weil da profitiert auch die Anti-Air von. Allerdings ist das natürlich Flugzeugträgern wie den russischen, der Nakimov,
Vollkommen egal. Manövrierbarkeit, ident. Wendekreis, ident. Ruderstellzeit, ident. Höchstgeschwindigkeit, ident. Verborgenheit, ident. Wir haben hier leicht bessere Winkel der Hauptartillerie wegen den Türmen. 457 mm. Die können sich ein bisschen weiter eindrehen. Das ist ein Vorteil, den man hat. Das auf jeden Fall. Aber ansonsten haben wir hier unterm Strich tatsächlich leider die Gelegenheit verpasst, ein Schiff, das komplett aus der Meta gefallen ist, im Zuge einer Neubesetzung der Währung, für das man es kaufen kann, eine kleine Überarbeitung zu gönnen, etwas, was es spielbar macht oder angepasster hätte machen können. Stattdessen haben wir die harte Sekundärartillerie-Skillung der Linie rausgenommen und dafür in das Spezialschiff gepackt, weil hier kein Supermodul momentan vorhanden ist. Wir haben ansonsten dieselbe hydroakustische Suche, wir haben dieselben zwei Möglichkeiten der Flugzeuge, Jäger, der komplett nutzlos ist, und das Aufklärungsflugzeug, das man benötigen würde, wäre das Ding nicht absolut ungenau. Ein einziger Vorteil eines Jägers ist, das ist nicht die Flugzeugträgerabwehr, beim besten Willen nicht, nein, das ist, wenn man wirklich mal etwas zum Scouten braucht, dann hat man mehr Flugzeuge, also eine Gruppe von Flugzeugen, die länger gebraucht wird, um sie abzuschießen, als das eine Aufklärungsflugzeug. Also ein Vorteil, der eigentlich kein Vorteil ist, weil er selten zur Anwendung kommt, aber man sollte es ja hin und wieder mal erwähnen. Man hat hier leider die Möglichkeit verpasst, einen Heal zu spendieren, der eines Nahkampf-Brawlers mit dieser Streuung ja, würdig gewesen wäre. Wie toll Wargaming wäre es bitte gewesen, hätten wir hier 40 Sekunden Nachladezeit. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, eine doch ausschlaggebende Veränderung für das Spiel, aber eine sehr geringe Veränderung, weil wir das schon im Spiel haben, siehe Georgia, siehe Ohio. Eine Angleichung wäre super. Oder aber die Möglichkeit hier anstelle von 0,5% Heilung auf die Gesamttrefferpunkte vielleicht mit 0,8% zu glänzen, um die Nahkampfversion dieser Reihe ein bisschen auszuglänzen als Test. Das hätte man tatsächlich für die Preußen und für den großen Kurfürsten als Spezialschiff bei Wiedereinführung bringen können. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich gewesen, hier ein Schadensbegrenzungsteam zu nehmen, das zum Beispiel nur 20 Sekunden Nachladezeit hat und dafür 5 Aufladungen, wie wir es von anderen Schiffen kennen, um so die Brände zu löschen, die bei der Größe der Preußen und dem großen Kurfürst natürlich, weil man als Ziel gerne gesehen ist, häufig passieren. Und manche haben sogar die natürlich nicht zu beweisende These, dass der große Kurfürst öfter brennt als alle anderen Schiffe. Ja, das wäre diese Opportunität hätte Wargaming nutzen sollen, meiner Meinung nach, um aus einem Schiff, das komplett aus der Meta gefallen ist, das man tatsächlich nur noch als Meme spielt oder wenn es gewünscht wird. Ich will jetzt nicht sagen, das hat im Stream schon Mikasa-Status, hier einen großen Kurfürsten zu wünschen. Soweit ist es zum Glück noch nicht, aber es ist nicht unbedingt etwas, was man freiwillig macht. Außer man ist sadistisch unterwegs. Und ja, natürlich, ich weiß, viele sagen, oh, ich spiele mal einen großen Kurfürsten, aber gerne. Aber wir haben jetzt Schiffe wie die Schlieffen, die man wie einen großen Kreuzer spielen kann, die weitaus genauer sind, was die Hauptartillerie betrifft. Also eine gute Panzerung für einen Kreuzer haben, einen guten Heal und Torpedos und auch eine ansprechende Sekundärartillerie. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer soll diese aus der Zeit gefallenen Riesen, die aus guten Gründen nie gebaut worden sind, überhaupt noch spielen? Was haltet ihr von der Preußen und dem großen Kurfürsten? Wäre es eine Möglichkeit gewesen, die Dinge noch interessanter zu machen oder wieder interessant zu machen? Oder ist es gut, so wie es ist? Freut ihr euch auf den Tausch? Arbeitet darauf hin, ein Spezialschiff geschenkt ist nie schlecht. Dankeschön fürs Zusehen, Dankeschön fürs Einschalten und wir sehen uns wieder im nächsten Gefecht. Ciao.